Dir ist bestimmt schon einmal aufgefallen, dass deine Soundkarte an deinem PC einen Ausgang und einen Eingang hat. Einen Ausgang für Kopfhörer zum Beispiel und einen Eingang für ein Mikrofon. Bei deinem Smartphone hast du nur eine Klinkebuchse. Und trotzdem kann man hier ein Headset anschließen und das Headset wiederum hat ja auch ein Mikrofon und hat ja auch Kopfhörer. Wir klären in diesem Video, welche Anschlussarten es bei den Klinkesteckern gibt, welche Adapter man dafür verwenden kann und welche Geräte wiederum mit welchen Steckern kompatibel sind. Los geht's nach dem Intro. Bevor wir jetzt loslegen mit den Details, müssen wir erstmal lernen, wie man die beiden Anschlussarten unterscheidet. An deinem Smartphone, habe ich ja schon gesagt, kannst du ein Headset anschließen. Das Headset besteht aus einem Mikrofon und aus einem Kopfhörer. Damit das funktioniert, brauchen wir einen TRRS-Anschluss. Diese Anschlüsse sind relativ einfach zu unterscheiden und auch zu erkennen. Dazu muss man wissen, dass das Gegenstück TRS heißt. Dieses Akronym steht für Tip Ring Sleeve und bei TRRS steht es eben für Tip Ring Ring Sleeve. Kann man hier auch schön sehen, es gibt einfach einen Ring mehr bei dem einen Kabel und bei dem anderen entsprechend einen Ring weniger. Und wer hätte es gedacht, da wo der Ring mehr ist, kann auch ein Signal mehr übertragen werden, nämlich zum Beispiel das des Mikrofons. Jetzt ist halt die Frage, welche Geräte unterstützen welche Stecker? Naja, beim Smartphone ist es mittlerweile recht einheitlich, da finde ich eigentlich nur noch TRRS-Anschlüsse. Vorteil dieser Anschlüsse ist, dass ich eben ein Headset daran betreiben kann. Ich kann aber auch einen ganz normalen Kopfhörer einstecken, der gar kein Headset ist und der wird damit auch funktionieren. Was ich nicht machen kann, ist, ein TRS-Mikrofon dort einzustecken. Das wird in der Regel nicht klappen. Wie sieht es denn bei Laptops aus? Ja, und da ist ein bisschen Chaos vorprogrammiert. Es geht aktuell in die Richtung TRRS, also in die gleichen Anschlüsse, die die Smartphones haben, so dass ich dort auch ein Headset einstecken kann. Es gibt aber natürlich immer noch Laptops, die zwei separate TRS-Ein- und Ausgänge haben. Zum Beispiel habe ich ja auch eine USB-Soundkarte, an der sehe ich ja direkt, da gibt es einen Ein- und einen Ausgang. Bei meinem Laptop ist es relativ verwirrend, weil eigentlich sieht das so aus, als hätte ich hier einen Ein- und einen Ausgang. Tatsächlich ist aber hier eine Kombibuchse zu finden, also eine TRRS-Buchse, was an dem kleinen Logo zu erkennen ist. Das andere ist der digitale Audioausgang. Der hat mit Klinke gar nichts mehr zu tun. Es gibt mittlerweile auf Amazon auch Mikrofone, die speziell für Smartphones ausgelegt sind. Meistens sind das Lavalier-Mikrofone, die kann ich direkt an mein Smartphone anschließen und die haben eben einen TRRS-Anschluss. Das Smartphone denkt dann meistens, es wurde gerade ein Headset angeschlossen, deshalb wird auch nichts mehr über die Lautsprecher wiedergegeben, sobald man eines dieser TRRS-Mikrofone angeschlossen hat. Das Problem, das ich dann dabei sehe, ist aber, dann schränkt man sich ja bei der Kaufentscheidung ganz schön ein, welches Mikrofon man kaufen muss, abhängig vom Anschluss. Damit kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich den Adaptern. Ich würde lieber einen Adapter kaufen, bevor ich mich quasi fixiere auf einen Anschluss und das entsprechende Mikrofon dazu. Zum Beispiel habe ich ein EduTeach-Mikrofon, das einen ganz normalen Klinkeranschluss hat. Wenn ich das am Smartphone betreiben möchte, dann kann ich einfach von Du-Kabel einen Adapter benutzen und das dort anschließen. Es geht aber auch andersrum. Habe ich mich für ein TRRS-Mikrofon entschieden und möchte das zum Beispiel an meinem Zoom H1N betreiben, der hat nur einen TRS-Anschluss, also eine TRS-Buchse, um genauer zu sein, dann gibt es von Du-Kabel auch dafür einen Adapter. Die Du-Kabel-Adapter haben sehr schön oben an der Buchse stehen, welche Anschlussart sie erwarten, also ob sie TRS- oder TRRS-Anschlüsse erwarten.
Adapter gibt es in allen Spielarten. Also ich kann wirklich auch zum Beispiel ein Headset nehmen, das ja ein Mikrofon und einen Kopfhörer hat und damit einen TRRS-Anschluss und kann mir einen Adapter kaufen, der diese beiden Signale aufsplittet. So kann ich zum Beispiel mein Handy-Headset an meinen Zoom-Audio-Recorder anschließen, kann das Ansteckmikrofon nutzen als Mikrofon und gleichzeitig kann ich den Kopfhörer benutzen, um meine eigene Stimme abzuhören. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht in die ganze Geschichte bringen. Es gibt eben diese zwei Anschlussarten, TRS und TRRS. Das Schöne ist, dass man die vom bloßen Hinsehen unterscheiden kann und dass es genügend Adapterkabel gibt, um diese beiden Standards wieder untereinander kompatibel zu machen.